So, Baby. Wir beide ab nach Dortmund. So, meine lieben Damen und Herren da draußen, damit würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute fangen wir den Vlog genauso an wie letztes Mal, denn wir sind wieder im Dortmund-Stadion. Wir schauen das Derby, und zwar BVB gegen Schalke. Und ich habe mir eine Sache nicht nehmen lassen. Ich sehe aus wie Snoop Dogg. Ich habe mir alles von Marius geliehen. Egal was wirklich. Shirt, hier, Brille, zack. Weil ich scheiße aussehe. Ich war heute nicht beim Friseur. Lass es gerne in die Kommentare da, warum ich so kacke aussehe. Und zwar wegen diesem einen Mann, der jetzt mit mir dabei ist. Und zwar, ich habe hier eine Person eingeladen, der absolute Schalke-Fan ist. Ich würde sogar sagen, der größte Schalke-Fan der Welt. Wo ist er denn? Achso, das bist du. Achso. Ah. Was geht, Freunde? Broski. Leute, auch direkt schon mal gerne ein Abo da lassen, gerne bei dem Broski. Denn der junge Mann und ich haben was vor. Und er weiß noch nicht was. Und ich werde ihm das einfach nachher mittendrin droppen. Und dann ist scheiße für ihn. Ich bin ein bisschen nervös bei dem Spiel, ne? Also für meine Zuschauer, warum ich hier nicht im Blau gekleidet bin. Ich würde diesen Tag ganz gerne überleben. Deshalb bin ich hier sehr neutral in Schwarz gekommen. Wahnsinn. Ich bin natürlich mit Dortmund-Trio gekommen, weil heute kleiden sich alle Dortmund-Leute in Gelb. Und das habe ich mir auch nicht nehmen lassen. Ich habe die Red Bull Cap auch zu Hause gelassen. Nicht, weil ich nicht stolz darauf bin. Ja, ich bin stolz. Aber weil ich verstanden habe, dass das was mit Respekt zu tun hat, wenn man ins Dortmund-Stadion geht, keine RB-Cap aufzuhaben. Habe ich verstanden. Und das respektiere ich. Deswegen, Leute, falls euch das Ganze gefällt, gerne ein Abo, Like da lassen. Gerne bei Broski vorbeischauen. Der macht nämlich auch einen Vlog. Und dann würde ich sagen, abkommen. Also, wir haben hier die Nudeln. Die sind schon in Käsesoße vorbereitet. Und die kommen dann in den riesen Leib hier und werden da drin schwitzen gelassen. Wir haben hier nochmal eine Wärmelampe, könnt ihr ja fühlen. Da kommt ein bisschen Wärme raus. Also ist dann einfach quasi für mehr Käsegeschmack, oder? Das ist eine ganz normale Lampe. Geil. Und ihr seht ja hier, wir haben in dem Käse auch ein bisschen Gewürze drin. Also ein paar Kräuter, die intensivieren dann nochmal den Geschmack. Wahnsinn. Wir dürfen hier gerade in diesem VIP-Bereich sein, wo normalerweise nur Family und Friends und sowas sind. Und den habe ich in die Höhle des Löwens reingelassen. Wahnsinn, ist ja cool. Alter, Wahnsinn. Ich hasse es ja eigentlich, mein Food zu vloggen. Aber das ist ja Nudeln mit Parmigiano im Parmesanleib, geiler Gulasch und jemand, der heute 0-4 verliert. Remoulade? Remoulade. Remoulade. Ich hab gerade Remoulade gesagt. Sag. Hast du so ein kleines Kräuterbaguette mit Remoulade? Wahnsinn. Aber das ist auch kein Gulasch, oder? Nee, du hast auch recht, das ist eine Roulade. Ja. So, Freunde, wir laufen hier so bei diesem Family and Friends Bereich lang. Gibt es überall Essen, Wurst, alles Mögliche. Und dann kriegen wir so, dann machen so Leute mit uns Fotos. Und auch mit diesem Mann. Wir sind hier im Dortmund-Bereich, aber auch mit dir machen sie Fotos. Die mögen mich alle. Nee, aber die sagen jedes Mal 0-4. Ja. Wahnsinn. Alter, ihr habt so Spaß. Oha. Die Gangsides. Könnt ihr irgendwas Krasses empfehlen? Was ist richtig krass? Nichts. Okay, das ist gut. Nee, eigentlich nicht. Du musst sagen, alles ist gut. Das schneiden wir dann rein. Alles ist gut. First Live Reaction auf meine Waffle. Du hast mich eigentlich mit Schokolade essen. Nee, mit Zahn. Mach schon. Diese Waffel ist wirklich die leckerste Waffel. Ich habe in Belgien Waffeln gegessen, alles mögliche, aber das ist die leckerste Waffel der Welt. Das ist so. Die Schalke-Spieler laufen gerade ein und es ist einfach ihr Ballkonzert. Wahnsinn. Die gelbe Wand schon wieder. Wahnsinn! Ich fass es nicht. Was ein Erlebnis. Das ist dein Fernsehen. Da musst du eigentlich normalerweise. Broski, sie haben dich gesehen! Sie haben dich gesehen! Das will ich jetzt mal miterleben. Na klar, wie geht's heute aus? 3-1 Dortmund. 0-4 geht's aus. Oh, ja, natürlich. Geil, ne? Du musst das jetzt einmal hier sehen. Guck sie an. Guck dir diese Performance an. Alter. Krank. Moin. Geil ist das denn bitte? Wahnsinn!
Ist okay? Alles okay. Reus! Hummels! Wolf! Wolf für ihn! Bellingham! Werden eure auch so reingeschrien? Nee, oder? Ey, so ein bisschen Sticheleien darf man machen, Freunde. Ich hab gegen kein Team der Welt was. Alle super cool. La 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 la. Hey. Digga, es wird gerade gesagt, bitte unterlass das Zünden von Pyrotechnik. Was passiert da bitte? Junge, was ist das denn? So Leute, wir haben jetzt unsere Plätze. Wir sind direkt mitten in der Menge. So geil. Erste Ecke, wir sind in der ersten Minute. Und die haben hier richtig Bock. Die haben so Stimmung hier. Wahnsinn. La 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 la. Ja. Zeig mal her, Marius. Ja, jetzt Marco, Flanke auf Marius, wäre geistig gefallen. Würde ich fühlen. Ja? Egal. Das zieht euch mal bitte an. Ich weiß, das sieht man nicht richtig auf der Kamera. Aber da springt der ganze Block und warte mal. In der Mitte. Komm schon, Jule. Ja. Nein. Oh, das sah so aus. Jetzt, Jule. Achte Minute. Zeig mal her. Zeig mal her. Zeig mal her. So, Modeste. Unkommentiert lassen. Oh! Mach es! Digga, Wahnsinn! Jetzt! Oh! Schön! Schön! Er hat komplett das Team mitgenommen. Hau ihn weg, Marco. Hau ihn weg. Hau ihn weg. Jawohl. Und immer noch 0-0. 25 Minuten jetzt gespielt. Das ist eine hitzige Begegnung hier. Ich sag euch ehrlich, ich glaube, hier wird noch alles fliegen. Pyro, alles. Und da fängt's an. Digga, ich hab's gerade noch gesagt. Ich hab's gerade eben gesagt, vor einer Sekunde. Mann, das ist natürlich jetzt auch ganz schlechtes Szenen. Warten wir direkt am Boden. Halt mal weg. Wahnsinnsball von Schlotte. Bundesliga-Spielen. 1-0 Augsburg gegen Bayern. Junge,
fickt mich. Bei dir lieben mich. Und Frankfurt auch, ja. Und Frankfurt auch 2-0 gerade. Endlich hat die Emi, drin. Ja? Mit angeschlagen, trotzdem macht er 2. Ja. Jawohl, ja! Bitte nicht, bitte nicht. Oh, weg damit. Steht 1-0, 86. Minute und die Jungs spielen gerade mit einem ganz anderen Elan, das ist Wahnsinn! Uns erkennen. Mit Vollbart. Ey, wie war es eigentlich für dich die ganze Zeit? Mit diesem absoluten großen Interesse. Die ganze Zeit. Wir hatten hinter uns so einen Dortmund-Fan. Oder ich glaube, er hat mich 20 Mal dazu bekommen. Ja. Aber ich wäre da gewesen. Ich wäre da gewesen. Ich wäre da gewesen. So, Freunde, das Spiel ist durch. Der Mann ist die ganze Zeit so gebrochen. Kannst du mal vielleicht den Leuten erzählen, warum?
Nein, ich will jetzt auch nicht nachtreten. Nein. Real Talk, ihr habt richtig, richtig gut gespielt. Ernst. Und dass hier die 10 von euch erst in der 80. eingewechselt wird, ist Quatsch. Punkt. Ich möchte eine Sache noch sagen, als Schalke-Fan. Wenn sich ein Spieler schwer verletzt, fernab von einem Derby, macht man das nicht, dass man weiß nicht mehr, was sie gerufen haben. Also vor allem, wenn jemand mit einer Trage abgeholt wird, das ist uncool. Ja. Ansonsten zum Spiel. Ja. Ist kein unverdienter Sieg so, ne? Ich hab's ein bisschen schlimmer erwartet, aber wenn es halt zu spät kriegst, ist es trotzdem bitter. Dann tut's weh. Ja. Aber dann, ich sag's euch ehrlich, wir hatten die ganze Zeit so einen Ultra-Fan hinter uns. Der hat die ganze Zeit so, uns beide, nicht nur ihn, sondern die ganze Zeit so, ja, Handys und sowas, ne? Weil irgendwann habe ich mich mit ihm kurz unterhalten, weil habe ich hier kurz mit ihm angestoßen so, weil der ist einfach so ein absoluter Ultra und hat die ganze Zeit rübergeschrien zum Fan und ja, verpisst euch aus Deutschland und sowas. Junge, hier ohne Scheiß, so ganz krass, man hätte einen Hurensohn-Counter machen müssen. Ja, ja. Der Mann hatte die Schalke-Fans so auf dem Kicker. Vielleicht ein bisschen zu doll übertrieben. Ne? Man kann ja schon Hardcore-Fan sein. Brustsaufen! Ja! Man kann ja schon Hardcore-Fan sein, aber so mit diesen Worten und sowas muss nicht sein. Naja, da muss ich gleich noch mit für danach. Und dann Spiel. War gut. Hat mir gefallen. Ja, BVB. Ja, BVB. Ja. Was eine Vorlage, mein Sohn. Ich habe alles von dir geklaut. Ich habe einfach alles von dir an. Unterhose auch an. Unterhose habe ich auch an. Ja. So, darf er mitfahren? Weiß ich nicht. Wir haben ihn vorhin an der Autobahn rausgelassen. Ja, Wahnsinn. Ich sag gut, gar ne? nichts. Ich sag wirklich. Meine lieben Damen und Herren da draußen, wir haben hier einen Sieger direkt vorne am Steuer. Und zwar der Flankengeber, der Derby-Sieger. Marius Wolf, Wahnsinn! Guck mal, wie er aussieht. Der kommt raus, als wäre Jesus aus der Dusche. Was? Bro! Ich kann auch nicht mehr reden, ne? Digga, das ist so krass. Und der Junge sitzt hier die ganze Zeit nur gebrochen hinten drin. Weißt du, warum müssen die Spieler von Dortmund dann auch noch sympathisch sein? Ja, das ist krass, ne? Das ist doch scheiße, ey. Wenn er jetzt wenigstens so richtig unsympathisch wäre, dann könnte ich viel besser damit leben. Nee, du meinst, es ist noch besser zu provozieren. Dann. Ja, okay, was fragst du? Mann, Marius, sei mal unsympathischer, bitte. Das geht nicht. Die Jungs, die Dortmund-Jungs sind alle. Check, war gut. Sei ehrlich, lass mich jetzt nicht hängen vor der Kamera. Vor der Kamera? Oh, okay, gut. Aber hinter der Kamera? Genau so. Wahnsinn. Broski geht gleich auf den 70. Geburtstag seiner Oma, ne? Oh. Tante. Ja, das ist sehr lieb. Ich habe ja ein paar Onkels. Ich habe ein paar Onkels, die Dortmund-Fans sind. Ich bestell. Boah, ich werde mir wieder so viel Scheiße anhören müssen. Heute bist du komplett am Arsch. Aber ich muss sagen, es war eine sehr sympathische Truppe. Digga, Kuss nochmal an dich, Marius. Mal wieder. Ja. Bitte auch an die Leute auf YouTube unbedingt Marius auf Instagram abchecken. Da postet er immer alle up-to-date. Ja? Broski, mir war es auch ein Fest. Ich bedanke mich, dass du mich eingeladen hast. Sehr cool. Du, am Ende, ich habe dich eingeladen, aber er hat hier alles organisiert. So, ich hab alles organisiert. Flanke zum 1-0. Ich habe alles organisiert. Joanna, viel organisiert. Wir gönnen uns jetzt erstmal ein Vino. So. Freunde, heute ist Feuer frei. Heute ist alles frei. Das war's mit dem Video. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und jetzt gleich kommt noch was reingeschnitten. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Nur der BVB. Eher BVB. Bruch. So, Freunde. So wie letztes Mal, aber dieses Mal nicht vorm Spiel, sondern erst nach dem Spiel, weil wir beide gar keine Zeit gefunden haben. Ich bin zu spät losgefahren und Musti, der Arbi, ist komplett voll gewesen. Der hat mich vorhin angerufen, FaceTime, ich schwör's euch, da waren safe 50 Leute in diesem Laden. Digga, das war nicht mehr normal. Das war echt geistgestört. Leute, checkt auf jeden Fall Musti ab. Der ist wirklich, also Real Talk, einfach ein Baba-Typ, auch was Haare schneiden angeht und auch menschlich ein sehr, sehr guter Mann. Danke. Und der ist immer sehr bescheiden. Die ganze Zeit immer so, genau, danke, kein Problem. Und wer aus Essen kommt, hier, Friseursalon, Sarah. Wir machen jetzt die Glatze auf Null. Ich sehe aus wie Quasimodo und den Bart auf jeden Fall komplett. Digga, da muss was passieren. Weil ich habe nämlich heute Abend Release-Party von AMA. Freue mich schon sehr drauf.